Hallo, liebe Kids und Sportino-Eltern. Wir begrüßen euch zu einer neuen Runde. Wie ihr seht, wir sind heute wieder draußen im Grünen. Und wir haben euch drei tolle Spielideen mitgebracht. Für unsere heutige kleine Sportino-Einheit braucht ihr auch gar nicht ganz so viel, wie ihr hier schon sehen könnt. Wir haben ein paar Socken dabei, ein paar Wasserflaschen, ein paar Becher, Bälle, die ihr vielleicht findet und zudem vielleicht noch ein paar Stöcker. Wir haben uns heute mal, damit sie besser leuchten und zu sehen sind, ein paar Stäbe aus dem Verein mitgenommen. Und ganz wichtig ist, wir bräuchten einen großen Regenschirm. Nach Möglichkeit mit einem schönen großen Griff daran. Lasst euch überraschen. Los geht's. Loslegen, fehlt natürlich noch unser Sportino-Gruß zu Beginn einer jeden Übungsstunde. Ihr wisst noch, wie der geht? 1, 2, 3. Sportinos frei. Und jetzt alle laut. 1, 2, 3. Sportinos frei. Unsere erste Spielidee, die wir euch heute mitgebracht haben, ist das Minigolfspiel. Und dafür brauchen wir einen großen Schirm, nach Möglichkeit mit einem schönen großen Griff, einen kleinen leichten Ball und ein paar Becher, Wasserflaschen, Stöcker und sonstige Materialien, die ihr vielleicht mit einbinden möchtet. Wir schauen mal, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Zu Beginn haben wir aus zwei Stöcken oder zwei Stäben eine Gasse gebildet. Da möchten wir ihn durchspielen, denn um einen Stab drumherum den Becher treffen, danach durch die beiden Becher hindurch spielen, die Wasserflasche treffen und zum Schluss hinein in den Becher. Da soll der Ball landen. Dabei sollt ihr natürlich auch nach Möglichkeit mitzählen, wie viele Schläge ihr benötigt. Und wenn ihr das zum Beispiel untereinander zu Hause spielt, der Sieger soll gekürt werden, wer am wenigsten Schläge benötigt. Wir schauen mal, wie das Ganze funktionieren kann. Erster Schlag, zweiter Schlag, der Becher, nicht getroffen, dritter Schlag, vierter Schlag, jetzt muss ich durch die beiden Becher hindurch spielen. Fünfter Schlag, Wasserflasche knapp verspielt, das war jetzt schon der sechste Schlag. Siebter Schlag, achter Schlag und jetzt die Schwierigkeit, den Becher zu treffen. Und knapp daneben. Aber bei euch läuft das bestimmt besser. Also, dann ran an die Materialien und viel Spaß. Unser zweites umwerfendes Spiel, was wir euch vorstellen möchten, ist das Wikinger-Schachspiel. Vielleicht kennt das ja schon der ein oder andere. Es geht darum, dass ihr insgesamt durchwerfen, wir nehmen dafür heute Socken, den König in der Mitte, ist das eine Wasserflasche, stürzen wollt. Doch zuvor müsst ihr die Bauern, das sind die Becher, der gegnerischen Mannschaft umwerfen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Ich stehe hier also auf meiner Seite bei meinen Bauern, die mein Gegenüber abwerfen soll. Ich muss dafür versuchen, als erstes dort hinten die Riege der Bauern umzuwerfen, bevor ich die Bauern in der Nähe des Königs umwerfen darf. Ich versuche meine ersten drei Wurf. Oh, knapp daneben. Erster Bauer ist getroffen. Wir haben jetzt also schon ein bisschen weiter gespielt. Und wie ihr vielleicht hier drüben sehen könnt, ich habe nur noch einen Bauern umzuwerfen. Das versuche ich jetzt. Mein Gegenspieler müsste noch zwei Bauern umwerfen, bevor die Bauern in der Nähe des Königs umgeworfen werden dürfen. Ich versuche nun mein Glück. Oh, mit dem ersten Wurf hat das funktioniert. Jetzt habe ich noch zwei Wurf über. Ich muss nun die beiden roten Bauern in der Nähe des Königs treffen, bevor ich auf den König werfen darf. Knapp daneben. Und auch hier daneben. Mein Gegenspieler hat in der Zwischenzeit all meine Bauern umgeworfen. Ich habe nur noch einen Bauern auf der gegenüberliegenden Seite zu treffen. Ich bin nun am Spielzug. Ich versuche, den Bauern in Rot zu treffen. Erster ging daneben. Nun habe ich getroffen. Jetzt wäre ich in der Lage, auf den König zu werfen. Mal schauen, ob ich ihn auch treffe. Oh, daneben. Jetzt ist wieder mein Gegenspieler dran, darf aber schon mit den drei Würfen versuchen,
den König zu treffen. So, mal schauen. Ich habe also keine Munition mehr und muss darauf hoffen, dass mein Gegenspieler nicht als erstes den König trifft. Schade, nun bin ich dran. Habe drei Würfe zur Verfügung und kann noch mal schauen, ob ich vielleicht das Spiel gewinne. Getroffen habe ich, aber der König ist nicht gestürzt. Jetzt ist er gestürzt. So wäre das Spiel gespielt. Wir finden, das macht jede Menge Spaß. Und je mehr Mitspieler ihr seid, desto lustiger wird das Ganze. Ihr könnt euch das Spielfeld auch hier wieder anpassen, wie ihr möchtet. Mehr Becher, weniger Becher, mehrere Reihen, weiter oder näher zusammenrücken. Ihr habt also jede Menge Möglichkeiten, das Spiel für eure Bedürfnisse anzupassen. Ja, dann würde ich sagen, ran an die Socken und an die Becher. Viel Spaß! Unser dritter Spielvorschlag für heute ist das Becherwerfen. Natürlich gibt es die ganz einfache Variante, allein oder auch mit mehreren zusammen auf die Becher zu werfen und zu zählen, wie viel Wurf man benötigt, um alle Becher zu treffen. Aber ihr könnt das Ganze ja vielleicht auch einmal mit dem Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst, kombinieren. Wir versuchen euch das einmal vorzumachen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist braun. Anja hinter der Kamera soll jetzt raten, was ich meine. Und für jede falsche Antwort darf ich einmal werfen. Also. Die Parkbank. Nein, die Parkbank ist es nicht. Der Baumstamm? Auch der Baumstamm ist es nicht. Zweiter Wurf ging leider daneben. Der Papierkorb? Nein, der Papierkorb ist es auch nicht. Oh, nicht umgefallen. Der Tannenzapfen? Ja, der Tannenzapfen ist es gewesen. Ich habe es also nicht geschafft, die Becher alle umzuwerfen. Anja hat es vorher erraten. Natürlich könnt ihr euch ganz viel dort, wo ihr seid, im Freien oder auch drin, ausdenken mit euren Farben und das Ganze nach Belieben gestalten. Wir wünschen euch jede Menge Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 1, 2, 3, Sportino frei.